Jetzt ein Skelett und das war's. Nein! Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft auf dem Multiplayer-Server. Sehr schön. Ich sehe, wir haben jetzt eine Todesanzeige. Hier die kleine Base hatte ich mir letztes Mal noch aufgebaut nach der Aufnahme, um einfach einen Ort zu haben, wo ich in der Nacht hin kann. Sehr professionell natürlich. Ich sehe, wir haben jetzt einen Death-Counter, auf dem alle 0 haben, außer einer mit 11. Im Moment ist keiner außer mir auf dem Server. Und wenn ich mich gegen diese Spinne weiterhin so anstelle, bin ich gleich der Nächste auf dem Death-Counter. Also die erste Priorität für heute ist Essen finden. Denn, wie man vielleicht sieht, da mangelt's mir ein bisschen. Was habe ich denn noch dabei? Also Goldäpfel will ich jetzt vielleicht gerade nicht essen, so. Oh, warte, wo habe ich denn das Brot her? Okay. Ich soll trotzdem Essen finden und ich mache mir mal eine Truhe. Gut. Wäre auch wichtig, nicht einfach zu vergessen, wo ich meine kleine Basis hab hier. Okay, ich brauche erstmal Holz. Eben Essen noch. Heute beginnen wir dann auch langsam, denke ich mal, damit, die Base ein bisschen wirklich aufzubauen und mehr daraus zu machen als das. Okay. Dann hier zum Glück sehr viele Bäume da, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin als einziger online im Moment. Wundert mich ehrlich gesagt, sonst ist gefühlt immer, sind irgendwie 3-4 Leute Dauer online. Ich weiß immer noch nicht, wie der eine Typ es geschafft hat, 11 Tode zu haben. Ich bin kacke in Survival und ich hab noch keinen. Jetzt mal im Ernst, ich frag mich gerade auch, warum es nicht in meinen Varo ohne Freunde Projekten so laufen konnte wie jetzt. Ja, so. Das wird auf jeden Fall einiges leichter machen. Ich würde sagen, sofort mal. Ich dachte kurz, da wäre eine Kuh, hat anscheinend Halluzination oder so. Direkt mal kurz hierhin zurück. Ich denke, ich bleib unterirdisch. Irgendwie muss ich mich ja zu meinem Niveau gesellen. Ich muss nur hier das mal frei machen. Ich setze hier gleich mal 2 Dirts höher hin. Ja, einen Block brauche ich hier. Erwartet ja nicht, dass meine Base schön wird. Ich bin auch schon gespannt, wann sich dann im Discord mal wer aufregt. Sag mal, von wem ist denn diese hässliche Dirt-Höhle? Hi. Ich kann keine Bases bauen. Punkt. Naja, zumindest hab ich irgendwas. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob inzwischen überhaupt alle, die im Projekt theoretisch dabei sind, mal online waren. Ehrlich gesagt glaube ich, aber das waren sie letztes Mal schon. Ich glaube, ich war der Letzte, der online gekommen ist. So. Ein bisschen hier aufbauen. Dann so. Also, ich habe eine Workbench gecraftet und keine Truhe. Für eine Truhe brauche ich ja erstmal eine Workbench. Die lasse ich hier auch stehen, die Werkbank. Die Truhe natürlich auch. Nee, die nehme ich immer mit. Ist ja eine Endertruhe. So, hier kann ich jetzt mal ein bisschen was einräumen. Ich schmelze gleich was, deswegen das vielleicht nicht. Blöcke sollte man vielleicht mitnehmen. Wolle brauche ich noch für meine Pläne. Sonnenblume kann ich eigentlich wegwerfen. Ein Lava-Eimer, komm, nehme ich mal mit.
Ein Apfel ist gut, wenn ich mal Gold hab. Mein Holz-Equip. Leder brauche ich auch, ehrlich gesagt, absolut nicht. Genau wie verrottetes Fleisch. Die baue ich am besten mal an. Und ja. Dirt nehme ich auch mit, weil Blöcke kann man ja immer mal gebrauchen. Ich würde sagen, ich beginne damit. Oder das sind nur drei. Ich würde sagen, ich warte jetzt einfach, bis die fertig sind. Das Boot lege ich auch mal hier hin. Steinschwert nehme ich zur Sicherheit mal mit. So. 1, 2 und 3. Ich habe halt nicht gerade viel zu essen, deswegen schmeiße ich jetzt einfach mal mein Iron hier rein, leg mein Gold zur Sicherheit ab und guck mal, ob ich was zu essen finde. Rüstung habe ich natürlich noch genau wie letzte Folge Full Iron. Für die, die das nicht gesehen haben, habe mich in der letzten Folge hauptsächlich ausgerüstet und das Dorf hier gefunden. So. Die ersten Tiere wieder am Start. Sehr gut. Wirklich viele sind hier offensichtlich leider nicht. Pferde bringen mir gar nichts. Ja. Commentary auch wieder ganz, ganz fett toll am Start. Ist halt immer ein bisschen so die Sache hier. Das Projekt wird jetzt sowieso erstmal, zumindest von meiner Seite. Ich weiß ja nicht, wie die anderen vorgehen wollen. Ich will nicht zu viel sagen, aber ich plane, wenn das Projekt wirklich... Also ich weiß an sich, für die meisten ist es auch gar kein YouTube-Projekt, sondern Minecraft-Server an sich. Trotzdem, wenn es irgendwie mal zu langweilig wird und wir so 30 Folgen lang gar nichts haben, dann will ich nicht sagen, dass ich nicht vielleicht mal probiere, irgendwie ein bisschen Action reinzubringen. Ja. Aber jetzt erstmal geht es eben darum, sich gescheit auszurüsten und eine Basis aufzubauen. Und essen. Essen ist immer wichtig. Moin. Ich sagte moin. So. Schon mal ein bisschen mehr. Die Eier bringen mir nur was, wenn Hühner rauskommen. Kann ich ja gleich mal machen. Oh, kommt sogar eins. Oh. Der droppt gar nichts. Hat keiner gesehen. Peter, das sah nur so aus. Das war nicht so. Ja. GG. So. Hühnchen ist immer gut zum Essen. Ich kann mich ja noch mal ein bisschen umgucken. Die letzte Folge war ich nur kurz hier und bin dann und hab dann die Folge beendet. Hier drüben hat noch jemand ein Feld. Und wenn ich sowas sehe, frage ich mich, wie viel Zeit haben Menschen schon auf diesem Server verbracht? Was ist denn das? Ein Markt oder was? Offensichtlich. Überall Villager. Da ist auch noch irgendein Konstrukt. Das triggert mich immer noch. Hier ist alles so richtig krass und dann kommt das hier. Inzwischen ist hier zumindest der Ansatz eines Hauses noch dabei. Da drüben steht immer noch die katholische Kirche. Hier hat anscheinend jemand eine... Ich habe gerade gedacht, was ist das eigentlich für eine kleine Basis? Und dann sehe ich das. Ihr wollt mich doch... Was ist denn mit euch? Und dann sehe ich da hinten noch die Riesentreppe oder was das ist. Hier hat einer schon eine Minecart-Bahn. Also, ich sag's so, ich muss ganz weit los.
Hier haben wir dann die riesige Treppe. Sehr gut. Als ob da irgendwie echt eine Himmelsbasis ist. Ich gehe jetzt mal kurz gucken. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt hier gleich was rausklaut oder so. Da brennt was. Wie kommt man denn dazu, so viel zu spielen? Hier ist nur ein Raum. Ja, ich würde sagen, wieder runter hier. Irgendwie kann man über Wasser halt nicht schnell schwimmen. Das nervt mich ein bisschen. Hier hat jemand ein Boot versenkt. Junge, die haben hier voll die fetten Redstone-Konstruktionen. Und ich bin gerade dabei, meine Erdhöhle auszubuddeln. Hilfe, wie soll ich denn in dem Projekt noch was erreichen, wenn die anderen schon so weit voraus sind? Aber ich mach das noch. Ich werd hier in dem Projekt noch krass. So. Wo haben wir meinen hässlichen Erdhügel? Hier, die ist er, ja. Das ist er. Mein Eisen ist bereits fertig geschmolzen. Gibt ein bisschen Erfahrung. Hätte ich noch mal hier ein bisschen Fleisch. Das Eisen lagere ich einfach. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, wie die anderen hier auf dem Server vorgehen werden. An sich denke ich zwar, dass die... An sich denke ich zwar, dass die anderen sich, dass die anderen vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten, sonst aber relativ wenig dafür interessieren werden, was die anderen tun. Es könnte aber natürlich auch sein, ich gehe einfach jetzt nur von, theoretischen Möglichkeiten aus. Man muss sagen, als, einziger YouTuber des Projekts habe ich theoretisch einen Nachteil. Denn wenn ich zum Beispiel Dias finde und irgendwo verwahren würde, wüsste jeder sofort, wo das ist. Und könnte einfach hingehen, während ich AFK bin, und die rausnehmen, solange ich nicht gerade eine Endertruhe habe. Deswegen muss ich sehr aufpassen und ich denke, wenn ich wirklich Dias oder sowas finde, werde ich die tatsächlich offscreen irgendwo verstecken, wo eben... dann keiner weiß, wo es ist, außer man findet es jetzt durch fetten Zufall. So, hier sind noch ein paar Tiere, mit denen ich mir schön Essen farmen kann. Ich sollte mal wieder aufs Steinschwert gehen, wieder mal ein Ei. Eher gesagt mehrere. Du bist kein Tier, du bist Abfall. Ja. Ich denke, hier in der Ecke war es das dann auch schon wieder. Ich muss halt echt aufpassen, dass ich nicht irgendwie die Richtung verliere und dann nicht zurückfinde. Das wäre belastend. Aber ich kenne ja auch die Koordinaten so ziemlich. So. Was ich mich im Moment auch noch frage, ist, ob tatsächlich alle... alle Teilnehmer des Projekts hier im Dorf sind. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Oh, Eisenschaufel. Ich sag's so, wenn du die droppst, sage ich nicht nein. Schade. Aber endlich mal ein Zombie-Kampf, in dem ich nicht unnötig gehittet wurde. So, ich habe hier ja auch eine Fackel drin, genau. Ich bin halt auf... alles vorbereitet, so krass wie ich bin. Hähnchen kann ich mir ganz gut was machen. So, ich überlege gerade, wie ich meine Base hier noch ausbauen kann. Das ist an sich eben wirklich... entweder das oder ich gehe Dias suchen. Dias wären natürlich auch nicht schlecht.
Ist das ein normales Skelett? Das sah irgendwie aus, als hätte es eine Rüstung an. Hat's auch. Hat's was gedroppt? Also nix von der Rüstung auf jeden Fall. Boah. So. Easy. Das ist nicht Skelett mit Rüstung. Und da kommt das nächste. Kacke, lieber weg hier. Ich bin in keiner guten Verfassung. Mal kurz hier in Sicherheit stellen. Okay, sie verfolgen mich nicht. Sache ist halt auch die. An sich, wenn ich hier jetzt sterben würde, hätte ich locker genug Zeit, wieder hier hinzukommen und meine Items zu holen. Ich meine, hier ist meine Base. Sag mal. Euer Ernst? Das sind schon ein bisschen viele, oder nicht? Da kommen noch mehr. Ihr wollt mich schon irgendwie dezent verarschen, oder? So, genug Abstand, um was zu essen. Sag mal, das ist gerade irgendwie schon dezenter Gag. Oh Gott, eine Spinne. Jetzt ein Skelett und das war's. Nein! Oh Gott. Ich muss definitiv... Oh Gott! Alter! Das ist gerade irgendwie lächerlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Warte, ich bin alleine auf dem Server. Deswegen, obwohl ich wollte halt schon noch die Rüstung, die Skelette da hatten, die einen. Will ich halt zumindest mal gucken, ob ich die irgendwie bekommen kann. Die waren hier. Sind sie einfach weg, oder? Hier ist ein Skelett gestorben. Du bist kein Skelett. Nee, die scheinen nicht mehr hier zu sein. Und Zombies können mich jetzt mal ganz geschmeidig... Easy. Oh Gott. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen knapp jetzt. Also die Szene, glaube ich, mit dem halben Herz schneide ich in Teaser. Ey, Alter. Vor allem kann ich dann jetzt auch mich nicht ins Bett legen, weil hier so viel ist. Oh Gott, da kommt noch einer. Ihr wollt mich...
Oh, er hat sogar was gedroppt. Ey, ihr wollt mich schon verarschen, oder? Ich wollte nicht runter. Da kommt noch einer. Ich fühle mich gerade ein bisschen belastet. Warum glaube ich nur, ich packe einen Zombie aufs Thumbnail? Da kommt noch einer. Ich muss garantiert aus dieser Ecke weg. Genau, hier lang. Jetzt mal hier hinten hin, da hat einer was Gutes gedroppt. Oder das ist schon wieder weg. Oder ich habe es irgendwie schon eingesagt. Ah, ich habe sie. Die Chestplate, also inwiefern die wirklich gut ist, ist jetzt die... Ja, das habe ich gehofft, sie fangen an zu brennen. Ey, was war denn das? Ihr könnt mir jetzt ne... Ach, du hast noch die Goldrüstung, aber droppst sie nicht, ehrenlos. Das war auch der letzte. Schusssicher, naja, toll. Ich hab ehrlich gesagt auf was Besseres gehofft. Aber jetzt erstmal froh sein, dass ich noch lebe. Eine Karotte hat einer gedroppt. Sehr schön. Da auch was, das man sehr gut anfarmen kann. So, jetzt dürfte ich erstmal, was das angeht, sicher sein. So, nochmal ein bisschen was lagern. Die Goldäpfel will ich auf keinen Fall mitnehmen. Einfach mal die Truhe zu trashen. Ich mache mir am besten schon mal noch eine. Ich hoffe, mich ruft jetzt keiner. Die Karotte packe ich lieber weg. Die will ich nicht essen, die will ich anbauen. Damit kann ich auch noch nichts anfangen. Okay. Da ist jetzt das noch ein Skelett. Das ist halt das Doofe daran, dass hier so Wasser ist. Und bevor ich irgendwas anderes mache. Ein Moment. So, Glück gehabt. Ich musste für einen Moment weg. Wie ich bereits gedacht habe, hat mich jemand gerufen. Ja. Naja, jetzt geht's weiter. Seit wann kann man während Gewittern schlafen? Lel. Okay, jetzt habe ich immer noch nicht das gemacht, für das ich gekommen bin. Und zwar... So. Den einen Stick nehme ich jetzt mal mit, aber das Iron nicht. Dann würde ich sagen, farmen. Och, Gott, wie. Entweder farmen oder mal die Welt erkunden. Nochmal sicher gehen. Ja, minus. Meine Basis ist beim. Skelett. Okay. Wartet, ich habe hier gerade einen Briefumschlag liegen.
minus 2566 minus 2135. Mainz Basis. Gut. Damit hätte ich das jetzt auch geklärt. Und ich gehe mal ein bisschen weiter die Wälder erkunden. Vielleicht finde ich noch eine Schlucht. Aber ich muss sagen, solange man unter Wasser schwimmt, sind Boote halt nicht mehr unbedingt nützlich inzwischen. Weil wirklich schneller ist man mit denen nicht. Ich würde sagen aber, dass es für die heutige Folge langsam reicht. Ich nehme gleich einfach noch eine auf und gucke in der Zwischenzeit mal auf Discord, ob vielleicht wer online ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wir gehen dann farmen, die Wälder erkunden, irgendwas in die Richtung. Ciao.